Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der MGT News. Heute geht es wieder um ein kurzes Thema, beziehungsweise nach dem Video, das ich vorhin schon gepostet habe, geht es heute um ein weiteres Thema, das ich in diesem Video alleine besprechen möchte. Zwar werde ich gleich noch kurz auf einen anderen Punkt eingehen, aber heute der Fußballwahnsinn, der Transferwahnsinn, der Geldwahnsinn. Neymar wechselt für 222 Millionen nach Paris. Denn die TSG 1899 Hoffenheim hat ein richtiges Hammerlos bekommen. Sie waren in einem Top, wo ein Hammerlos drin war auf jeden Fall. Die anderen Begegnungen sind alle so mehr oder weniger entschieden oder im Voraus entschieden, abgesehen von Neapel gegen Nizza, was ich sehr, sehr krass finde. Aber dann gibt es halt eben noch den absoluten Oberkracher, die TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Liverpool. Und ich möchte von euch ganz gerne mal wissen, wer denkt ihr, wird es da schaffen, weiterzukommen? Hier ist eine Infokarte. Glaubt ihr, der FC Liverpool schafft es in die Champions League? Oder seid ihr der Meinung, dass die TSG 1899 Hoffenheim das kleine Wunder, wie man es ja schon betiteln kann, bei dieser Übermacht von Liverpool eigentlich vom finanziellen Aspekt jetzt mal her, dass sie das kleine Wunder schaffen und selber in die Champions League Gruppenphase einziehen? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Die anderen Partien sind nicht so interessant, wie gesagt, abgesehen von eventuell Neapel gegen Nizza. So ein bisschen interessant ist vielleicht noch Bajak sehe hier, Gottes Willen, gegen Sevilla und BSC Young Boys gegen ZSKA Moskau. Aber ansonsten, ist jetzt nicht so das Wahre dabei. Deswegen springen wir weiter zum eigentlichen Thema für diesen Video. Auch richtig gutes Deutsch. Egal. Wir sprechen über Neymar, der Brasilianer, der Nationalspieler, das Idol Brasiliens, der die brasilianische Nationalmannschaft ja unter anderem zum Olympiasieg geführt hat und der so unglaublich wichtig war bei der Heim-WM 2014, wo man es ja dann letztendlich doch nicht geschafft hat und gegen Deutschland mit 7:1 ausgeschieden ist. Der wechselt jetzt aus dem großen, großen Schatten von Lionel Messi raus und zwar in die Ligue 1 zu Paris Saint-Germain für bereits, wie ich gesagt habe, 222 Millionen Euro. Man möchte sich fragen, wie ist diese Ablösung zustande gekommen? Ganz einfach, er hatte eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, was natürlich dumm ist in den heutigen Zeiten von Barca, so eine Klausel da reinzuhauen. Es gab jetzt in den letzten Wochen immer wieder Spekulationen, der Transfer kommt sowieso nicht zustande, das ist ein dummer Poker von Neymar, dass er einen neuen Vertrag bei Barca bekommt. Oder das geht gar nicht mit Financial Fair Play und so weiter und so fort. Aber jetzt heute ist es offiziell, er wechselt nun doch. Und das Ganze, obwohl die Liga unter anderem die Bezahlung verwehrt hat, man hat gesagt, wir nehmen das Geld nicht an, die Liga hat sich also auch quergestellt, man will klagen gegen PSG und so weiter und so fort und im Endeffekt, jetzt ist es doch passiert und sie konnten nichts dagegen machen. Man muss natürlich sagen, dass es eine Stange Geld ist. In der heutigen Zeit, selbst in der heutigen Zeit, ist es eine Stange Geld. Letztes Jahr haben wir gesagt, Pogba, kranker Transfer, Mbappé für 150 Millionen, wenn er wechseln sollte, kranker Transfer und jetzt aber zugegebenermaßen für einen gestandenen Weltstar 222 Millionen. Aus PSGs Sicht kann ich es verstehen, denn auch wenn sie an sich eine gute Offensive haben, letztes Jahr hat irgendwo ein bisschen was gefehlt. Diese gewisse Weltklasse hat denen einfach noch gefehlt im Kader und jetzt haben die sie mit eben Neymar. Die haben absolut den Fokus auf sich, Medienpräsenz und so weiter und so fort. Die war ja bei Draxler da, aber halt nur aus Deutschland. Jetzt ist die ganze Welt momentan dabei, auf Paris zu schauen und wird jeden Schritt von Neymar Junior verfolgen. Was ich natürlich sehr, sehr schön finde für Paris, das freut mich und ich denke auch aus sportlicher Sicht ist definitiv ein Fortschritt für die französische Hauptstadt, beziehungsweise für den Hauptstadtclub, denn sie können sich damit auf jeden Fall, wie ich gerade gesagt habe, nochmal diese Weltklasse in die Offensive holen und damit deutlich verstärken. Wenn man sich den Kader mal so anguckt, sieht das relativ krass aus. Die haben zwei richtig heftige Transfers gemacht den Sommer bisher, und zwar Dani Alves und Neymar, haben dazu halt eben noch Thiago Silva, haben dazu noch Marquinhos, das heißt, er sollte keine Eingewöhnungsprobleme haben. Dani Alves kennt er ja auch schon von Barcelona und er ist halt eben, wie ich auch schon angesprochen habe, aus dem Schatten von Lionel Messi rausgetreten, was denke ich auch ein gewisser Faktor war bei diesem Wechsel, denn Neymar würde niemals den Ballon d'Or gewinnen momentan. Einfach aufgrund dessen, dass bei Barcelona, egal was er macht, die Augen immer auf Messi sind und egal wie gut er spielt, Messi die meisten Lorbeeren für das Ganze bekommt, was von Barcelona geleistet wird. Natürlich in gewisser Weise auch gerecht, weil der Messi ist vielleicht der beste Fußballer der Welt, beziehungsweise einer der beiden besten Fußballer der Welt. Allerdings kann ich trotzdem verstehen, dass man aus diesem Schatten raustreten möchte und sich selbst beweisen möchte. Jetzt bei PSG spielt er nicht mehr in der besten Liga der Welt, auch nicht mehr in der zweitbesten Liga der Welt, sondern nur in der fünftbesten Liga Europas. Natürlich ein bisschen bitteren Abstieg. Allerdings Titel gewinnen wird er trotzdem, Die Liga wird dieses Jahr wieder relativ safe am PSG gehen.
bin ich mir relativ sicher. Und auch in der Champions League sehe ich mit dem Kader gute Chancen. Barcelona hingegen ist momentan in meinen Augen so ein bisschen auf dem Absteigenden, das jetzt gerade durch den Verlust von Neymar. Natürlich können die sich jetzt einen Ousmane Dembélé holen von dem Blatt, und zwar locker. Oder einen Mbappé. Oder eventuell auch einen Hazard. Aber Hazard wäre der einzig gestandene Spieler, der momentan halt eben Neymar ersetzen könnte. Und dementsprechend, weil ich auch glaube, dass Chelsea den nicht abgeben wird, sehe ich es relativ schwer. Die Defensive von Barca ist allgemein auch nicht so stark, wie wir die letzten Jahre gesehen haben. Nicht umsonst haben die 0-4 verloren. Auswärts in Paris, auch wenn sie im Endeffekt das ganze Spiel noch gedreht haben. Es ist schon auffällig. Und ich glaube, dass es schwer werden wird gegen Real Madrid, die einen sehr, sehr starken Kader haben, auch wenn sie dieses Freundschaftsklassiko gewonnen haben, im Endeffekt zu bestehen dieses Jahr. Im Pokal, gut, im heimischen Copa del Rey, da sind sie normalerweise immer sehr, sehr stark, aber die Champions League sehe ich auch schon in Gefahr, einfach weil noch andere Teams da sind. Ich sehe auch in Chelsea dieses Jahr nicht zu unterschätzen, allgemein die englischen Teams kommen immer mehr nach oben, haben klasse Transfers gemacht, gerade auch beispielsweise Manchester City hat die Defensive, die Problemsituation gestärkt. Hei. Und dementsprechend wünsche ich mir jetzt natürlich, oder sehe ich halt momentan, wünschen in gewisser Weise, weil ich ja Realsympathisant bin, dass bei Barca so ein kleiner Einbruch erfolgt, ja. Sowieso seit Guardiola weg ist, ist in meinen Augen Barca nicht mehr das Barca, was immer waren. Das ist in meinen Augen einfach so. Kann man jetzt sagen, was man will. Natürlich waren sie danach auch stark, haben das Triple gewonnen und so weiter und so fort. Aber trotzdem fehlt bei mir so ein bisschen was. Es geht halt diese Generation Messi, Iniesta, Xavi vorbei. Und man merkt das. Finde ich zumindest. Trotzdem ist die Summe natürlich krank, die 222 Millionen, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Das ist halt einfach in den heutigen Zeiten immer noch trotzdem total übertrieben. Ich würde trotzdem gerne eure Meinung wissen. Könnt ihr aus Neymars Sicht den Wechsel verstehen? Ich meine, er verdient ein Vielfaches wahrscheinlich von dem, was er in Barcelona verdient hat. Dazu tritt er aus dem Schatten von Messi raus, gewinnt ebenfalls Titel und hat halt eben mehr Chance, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dazu hat er jetzt nochmal mega Aufmerksamkeit durch den Transfer an sich gewonnen. Andererseits, so ein bisschen als Verräter kann man ihn ja darstellen, auch wenn ich das persönlich nicht sehe. Oder denkt ihr so, oder seid ihr so traditionalistisch veranlagt, dass ihr sagt, hey, man muss doch eine gewisse Vereinstreue haben und so weiter und so fort und findet den Wechsel von Neymar überhaupt nicht nachvollziehbar und überhaupt nicht gut. Ich persönlich finde für die Summe natürlich, das ist das total übertrieben. Ich habe aber kein Problem mit diesen Riesensummen im Fußball. Mich tangiert das jetzt nicht so wirklich. Also mich juckt das nicht großartig. Ich sehe da halt einfach nur eine Summe und die Vereine haben halt das Geld. Sollen sie machen? Mir scheißegal. Ich habe damit nichts zu tun und das ist nicht mein Verein oder meine Liga oder sonst was, bei der geschadet wird. Alles in allem finde ich sowieso, dass da niemand groß geht. Aber das ist eine andere Geschichte. Oder sagt ihr, ja, das ist alles sehr, sehr geil und ich finde das cool, dass jetzt Neymar weggewechselt ist und dass die Liga eventuell dadurch ein bisschen stärker wird. Schreibt mir einfach mal eure Meinung zu der ganzen Geschichte in die Kommentare. Ich bin gespannt. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.